Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Too Far Fashion TV. Heute sind wir auf Hausbesuch und zwar bei Acke Aymag, dem wunderschönen Gesicht von Accessoire. Und ihr ahnt schon, es geht um Schmuck, eine meiner großen Leidenschaften. Heute gibt es jede Menge Bling Bling und das natürlich nur mit euch. Let's go! Was sind für dich die Schmucktrends 2013? Das sind für mich, und das sieht man hier jetzt auch direkt schon, man nennt es Statement Jewelry. Die großen. Ja, die großen Sachen, Sachen um Handgelenk, in die Ohren. Hier sieht man ja die Colliers. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken will. Das hier lacht mich schon die ganze Zeit an, dieses tolle Teil. Welche Materialien verwendest du so am liebsten? Das Typische, was ich mache, ist, dass das alles so antike Sachen sind, die ich sammle von Auktionshäusern, Märkte. Also die sind jetzt irgendwie, haben alle eine Story. Die sind irgendwie 30, 40, 50 Jahre alt. Wow. Was ist denn das Besondere an diesen Statement-Pieces, an diesen großen Ketten? Naja, ich denke, es sind Eye-Catchers immer, ne? Ja. Also man hat hier eine dicke Kette. Also das unterstützt natürlich auch, es macht einen tollen Look. Man kann so ein schönes, schlichtes Kleid, wie du jetzt hast, dann kombinieren mit so einer tolle Kette. Ich finde gerade so die hier, finde ich auch so die da hinten. Genau, gerne mal was. Tada! Ich sehe jetzt nicht alles, aber ich glaube, es sieht gut aus. Ja, also man trägt es ziemlich nah, eng am Hals. Ja. Hoffentlich habe ich es zu eng gemacht. Nee, okay, alles gut, okay, alles schön. Ja. Funktionieren die auch bei jedem Ausschnitt? Worauf muss ich denn achten, wenn ich so diese richtigen Statement-Ketten habe? Also ich finde es jetzt gerade auch sehr gut, wenn man so ein bisschen diese Boy-Dandy-Look hat mit so einer kleinen Krage von den Blüschen, was man drunter hat. Oder manchmal haben die Pullis auch so einen Krage dran schon. Ja. Man kann natürlich auch schön ein tiefes, weites Dekolleté haben und auch die kürzere Kette. Hast du Lieblingsteile aus deiner Kollektion? Zeig doch mal. Genau, also das ist eine meiner absoluten Lieblingsketten. Wo kommt die jetzt her und diese Einzelteile? Das ist hier ein antikes Stück, es kommt aus der Tschechei. Das habe ich komplett umarbeiten lassen, es war erst eine Brosche. Das ist wirklich ein Lieblingsteil von mir und diese Earpieces. Soll ich es probieren? Ja, klar. Jedes Ohr ist anders. Ja. Also deswegen ist es auch so ein bisschen gucken, ob es passt, aber es sitzt. Zeig mir doch noch mal ein paar mehr von diesen Earpieces, weil da bin ich echt verliebt. Nur irgendwie. Wühl mal selber ein bisschen. Ja. Das ist am besten. Es gibt auch solche. Oh, normale, sag ich mal. Guck mal, der ist in der Form von einem Ohr. Und da hinten sehe ich auch Ringe. Kann ich die genau auch machen? Ich habe so Babyfinger. Ganz klein. Probier passt mal. Da ich denke, dass das dir passen würde. Die sehen auch cool aus übrigens am Zeigefinger. Oh ja, auch schön. Und das, diese Kugel, das ist wie so eine Weltkugel mit so das A von Accessoire, das Logo. Ach schön. Ist dann hier an dem Band auch da drin. Ja. Also subtil, aber doch irgendwie so ein bisschen gebrandet, ne? Mhm. Das heißt also, 2013, was muss ich mir alles zulegen? Was brauche ich unbedingt? Du brauchst auf jeden Fall eins oder auch zwei Ketten. Mhm. Einmal mit Silber und Schwarz, einmal mit Farbe. Okay. So Ledercuffs. Das ist nicht nur schlanke Finger, ja, aber so auch Hühnerärmchen so ein bisschen. Das ist doch schick. Schön. Das heißt, wir merken uns auf jeden Fall schöne, fette, plakative Statementketten. Es darf ruhig ein bisschen Bling sein, gerne auch mal gebrochen. Und unsere Ohren werden jetzt auch alle noch hübsch gemacht. Mhm. Perfekt. Acke, vielen lieben Dank, dass du uns hier ganz persönlich deine neuen Highlights und deine Trends 2013 gezeigt hast. Sehr super gerne. Schön. Nehme viel mit. Auch dieses Earpiece. Und dann sehen wir uns bald wieder und euch sehe ich auch. In 2 Wochen nämlich. Ich freue mich drauf. Bis dahin nicht vergessen, it's all about fashion. Und tschüss.